Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich happy. Ihr seht schon, wir haben ein neues Logo und ein neues Intro. Das liegt daran, dass wir jetzt offiziell von der AMC präsentiert werden. Ja? Also vielen Dank AMC für das Vertrauen, wir geben weiter Vollgas für euch. So, heute haben wir für euch eine gebackene Entenbrust, leicht rosa, so zart, mit einer Soße, die selbst gemacht ist, die zum Niederknien ist. Dazu ein Rotkohl, der so eine leichte weihnachtliche Note hat, in 5 Minuten fertig mit dem Seko Quick. Also das ist ein Gericht, das kann man zu Weihnachten machen, komplett ohne Stress. Guckt euch das Video bis zum Schluss an, weil wir noch eine kleine Umfrage machen werden, die für uns ganz, ganz wichtig ist, denn es wird sich noch eine Sache ändern bei uns. Ja? Also viel Spaß beim Video und eine knaller Woche euch. So meine Lieben, dann legen wir los. Also folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unsere Navigenio, den 4,5-Liter-Topf, 5 oder 6,5-Liter-Topf, euren Seko Quick, 20 oder 24 cm, eure große 28er Hotpan, den 3,5-Liter-Topf, 24 cm, euren Audiotherm braucht ihr, eine 24er Softierer Schale oder Einsatz und so ein Sieb brauchen wir. Folgende Lebensmittel brauchen wir. Wir haben hier einmal einen Schuss Sonnenblumenöl. Ihr könnt auch Gänseschmalz nehmen. Ist nochmal ein bisschen besser, hatten wir bloß nicht da. Geht auch mit Sonnenblumenöl. Dann haben wir hier eine große Zwiebel in unserem Quick Cut. Dann habe ich hier einen Rotkohl. Den habe ich schon mal mit 2 Esslöffel Zucker bestreut und eine gute Prise Salz rangegeben. Das Ganze habe ich dann ein bisschen geknetet. So wird er nochmal geschmeidiger und man hat halt nicht so einen riesen Haufen, sondern es wird ein bisschen kompakter nochmal, kann man besser verarbeiten. Dann haben wir hier einen Apfel, dann haben wir hier Lebkuchengewürz, ein Teelöffel mit einem Lorbeerblatt, 200 Milliliter Apfelsaft habe ich hier. So, für die Ente brauchen wir natürlich Entenbrust, da habe ich hier 3×400 Gramm, das reicht für 4 Portionen auf jeden Fall. Dann haben wir hier eine große Zwiebel, 100 Milliliter Rotwein, Pepper Trio, Salz, 500 Milliliter Fleischbrühe habe ich hier, 2 Esslöffel Preiselbeer-Gelee, den findet ihr nicht bei der Marmelade, ja, da habe ich nämlich am Anfang erst gesucht, und Speisestärke brauchen wir, um nachher die Soße anzudicken. Wie legen wir jetzt los? Als allererstes machen wir uns ein bisschen Platz, weil die Sachen brauchen wir erst später. Wir legen uns die Pfanne zur Seite, das geht auch hier ein bisschen zur Seite, und bei der Navigenio schalten wir hier einmal auf Stufe 6. So, ich packe mir auch den Seko Quick zur Seite, den brauche ich auch erstmal später. Jetzt gebe ich mir das Öl da rein, mache die Zwiebeln klein, brate alles richtig schön an, ja, und dann dampfgaren wir das mit dem Seko Quick. Meine Lieben, das duftet schon unglaublich lecker. So, statt den normalen Deckel jetzt drauf zu machen und das Ganze jetzt eine halbe Stunde zu dampfgaren, nehmen wir den Seko Quick, den tun wir einfach oben drauf und verschließen ihn hier mit dem Rädchen. Ja? Dann nehme ich mir den Pieper, drücke irgendwo drauf, damit er angeht und setze mir den hier oben aufs erste grüne Fenster beim Soft-Symbol. Drehe den zweimal rum und bleib oben bei Soft stehen. So. Der ruft uns gleich, wenn er beim Soft-Symbol angekommen ist, dann können wir Strom ausmachen, dann macht er das einfach ohne Strom weiter und zwar im Deckel. So, hier müsst ihr nur ein paar Sachen beachten. Passt auf, dass das Rotkohl nicht über den Griffen ist. Ja? Also nehmt ruhig einen größeren Topf, wenn ihr ihn habt, weil dann könnt ihr auch besser nochmal umrühren alles. Heute haben wir es aber so gemacht, dass es eigentlich jeder nachmachen kann, weil die Größe sollte auch jeder haben. Da warten wir jetzt kurz und dann legen wir los mit der Ente mit dem Braten.
Herr Pieper ruft uns jetzt. Wir können Strom komplett ausmachen, das war's. Beide Knöpfe gleichzeitig drücken, dann ist der Pieper auch aus. Und wir setzen uns das Ganze einfach jetzt in den Deckel rein und lassen das von alleine einfach drucklos werden. Ja? So, das Fleisch haben wir schon angeschnitten. Jetzt setzen wir uns die Pfanne hier auf Navigenio, schalten auf Stufe 6 und legen uns mit der Hautseite die Entenbrust da rein. Komplett ohne Fett und auch vorher nicht heiß machen. Ja? Warum das Ganze? Weil dann die Haut noch mal mehr Eigenfett verliert und sie wird noch mal knuspriger, wenn man es so macht. Ich mache die Navigenio komplett aus und hole mir die Ente jetzt auch raus. So, von der einen Seite richtig scharf angebraten, sodass es richtig schön goldbraun ist, und von der anderen Seite auch nur kurz angebraten. Und die nehmen wir jetzt raus und legen sie in die Softira-Schale rein. So, die Ente ist jetzt in der Softira-Schale drin, da ist halt wichtig, dass die Haut oben liegt, ja, und dass alle drei Stücke da reinpassen. So, das Fett von der Ente bitte nicht rausgießen, sondern daraus machen wir jetzt die richtig schöne Soße. Ich stelle mir das hier schon mal auf den Herd und gleich backen wir die Ente noch. So, mein Lieben, jetzt nehmen wir uns den Topf und backen das Ganze schön im Topf anstatt im Backofen, ja. Wofür den riesen Backofen für dieses bisschen Ente? Aufheizen und Strom verbrauchen. Wir machen das direkt in unserem kleinsten Backofen der Welt. Und zwar ganz simpel, so wie wir es kennen, in den Deckel reinsetzen. Die Navigenio setzen wir jetzt über Kopf und schalten hier beim Rädchen auf Stufe 1. Dann nehme ich mir den Pieper, drücke irgendwo drauf, damit er angeht. Dann drücke ich nochmal drauf und dann habe ich hier 10 Minuten. Ich gehe runter auf 8 Minuten. So, und der backt das Ganze jetzt schön 8 Minuten. Und in der Zeit machen wir uns die Soße fertig und dann ist auch schon alles fertig. Der Pieper ruft uns jetzt, wir können beide Knöpfe gleichzeitig drücken, dann geht er aus und wir nehmen uns die Navigenio runter. Ah, wunderbar sieht das schon aus. So, und das Ganze holen wir jetzt raus und lassen es einen Moment in Alufolie ruhen, damit sich die Fleischsäfte nochmal im Fleisch verteilen können. Sehr, sehr gut. Also richtig
Rosa, was sagst du? Also wirklich sehr, sehr saftig, die Ente. Aber am allerbesten ist die Soße. Die ist so lecker, das ist echt der Wahnsinn. Vorher war ich gar nicht so ein Soßenfreak irgendwie, aber jetzt liebe ich das. Es ist so einfach, komplett gelingsicher. Rotkraut unbedingt auch probieren, ja. So eine weihnachtliche Note, sehr, 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 sehr gut, ja. So, vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Uns auf Koch dich happy zu besuchen, Facebook, Instagram zu besuchen. Und wir haben noch eine Abstimmung, die wichtig für uns ist. Ganz genau. Und zwar folgende Sachen. Ihr habt ja heute gemerkt, dass das Video nicht Montag 19 Uhr veröffentlicht worden ist, sondern Samstag um 12. Und da ist jetzt eure Meinung gefragt. Was würdet ihr besser finden, damit ihr die Sachen besser nachkochen könnt? Entweder Donnerstag 18 Uhr oder Samstag 12 Uhr. Schreibt einfach unten in den Kommentaren, was euch besser gefallen würde. Und da, wo wir die meisten Kommentare haben, die Zeit wählen wir dann auch. Genau. Ihr habt ja gemerkt, das Logo ist auch ein bisschen anders, das Intro ist jetzt anders. Wir werden offiziell präsentiert von der AMC und das ist das Schöne. Wir sind jetzt alle in einem Boot, ziehen zusammen an einem Strang und vielen Dank dafür, für das Vertrauen an die AMC und wir geben weiter Gas für euch. Ja? Also frohe Weihnachten euch, ja? Und eine knaller Woche. Ciao. Tschüss.